Also die Gewinnmaximierung als ein Ziel wirtschaftlicher Tätigkeit anzunehmen, ist ökonomischer Unsinn. Und zwar deswegen, wer bezahlt denn den Gewinn? Wer ist letztendlich der, der den Gewinn bezahlt? Doch der Kunde. Niemand anders als der Kunde wird langfristig ein Unternehmen in die Lage versetzen, Gewinne zu machen und die, wenn notwendig und erforderlich, an die Eigentümer auszuschütten. Also ist das Ziel wirtschaftlicher Tätigkeit immer, auch ökonomisch gesehen, die Bedürfnisbefriedigung der Kunden. Und dieses Ziel kann ich mit wirtschaftlichem Erfolg nur sehr kurzfristig aus den Augen verlieren. Und was wir im Moment in der Automobilindustrie sehen, ist genau das Phänomen. Die Automobilindustrie hat gestern versäumt, das Auto zu entwickeln, was heute die Kunden haben wollen. Sie haben sich schlichtweg nicht um die Bedürfnisse ihrer Kunden gekümmert oder nur sehr partiell um die Bedürfnisse der Kunden gekümmert. Und das ist ein weiteres Problem, was wir in unserer organisierten Wirtschaft haben. Das ist dieses partielle Kümmern um Bedürfnisse. Denn wir schauen einen Autofahrer an als jemand, dessen einziges Bedürfnis und Interesse ist, möglichst schnell von 0 auf 100 zu kommen, möglichst bequem, klimatisiert, automatisiert und so weiter, sicher von einem Ort zum anderen zu kommen. Und ich gucke nur auf dieses Bedürfnis. Der gleiche, der aus dem Auto aussteigt, kommt möglicherweise zu irgendwelchen Vorträgen, geht am Sonntag in die Kirche oder in einer möglichst intakten Natur spazieren. Und dort ist er sozusagen dann, ich übertreibe ein bisschen, das Mitglied des BUND. Der Steuerzahler gibt gern 2 Euro aus, um 1 Euro Steuern zu bezahlen. Der Konsument schaut nur auf den Preis und so weiter und so weiter. Also wir tun so oder wir sehen den Einzelnen an als ein reizgesteuertes, multiple schizophrenes Bedarfswesen. Das ist unser Bild vom Verbraucher. Und wir haben wie Firewalls dazwischen gebaut, zwischen die unterschiedlichen Bedürfnisse, die aber letztendlich ein und derselbe hat. Und das haben wir bis zur Übertreibung perfektioniert, also bis es nicht mehr funktioniert. Und da stehen wir heute. Wir merken, dass das, ja, dass eben die Bedürfnisse nicht mehr gedeckt werden und dass wir zum Beispiel in der Automobilindustrie absolut an der Grenze sind, wo wir sagen, das lässt sich noch weiter isolieren, mein Bedürfnis Autofahren, das schaffen die Menschen nicht mehr. Die Probleme sind so offensichtlich, dass wir wieder anfangen, sozusagen unsere Bedarfsschizophrenien zu überwinden. Und das ist natürlich auch eine Frage in Bezug auf die Geldanlage. Nicht auf das Bild vom Geldanleger, der sagt, mir ist alles egal, Hauptsache die Rendite stimmt. Und worauf es mir ankommt, ist aufmerksam zu machen, ich rede nicht nur von, sag's nochmal, den Bankvorständen, die 25% Rendite ausloben. Sondern ich habe heute Morgen gerade ein Gespräch geführt mit einem Kunden, der schon lange, lange mit uns zusammenarbeitet, der woanders ein Depot hatte, 30% verloren hat und sagt, also, was können wir denn machen? Ich möchte wenigstens den Eingangswert wieder raus haben. Und dann entwickelt sich daraus ein interessantes Gespräch. Weil, ja, so konstruieren wir uns dieses Verhalten immer wieder hin. Dass er, naja, aber also wenigstens das, was ich mal hatte, möchte ich doch wieder haben. Das kann doch kein schlechtes Ziel sein. Und das schaffe ich natürlich nicht mit einem Tagesgeld zum Marktzinssatz. Und das ganze Spiel, Sie merken es, fängt, wenn wir nicht aufpassen, von vorne an. Das ist im Kleinen so, wie überall keine Hoffnung, im Großen so, dass wir denken, na gut, irgendwie wird es vielleicht doch noch gut gehen, aber
eigentlich ist unser Bewusstsein schon weiter als, als unser Handeln. Das ist jedenfalls das, was ich da feststelle. Ich muss mal, ich habe immer keine Uhr, das ist mein Fehler. Viertel vor acht, wir haben noch. Viertel vor acht, dann ist gut. Ja, dann vielleicht doch noch ein paar Worte zu der Frage mit dem Markt. Denn auch viel mehr. Man kann ja nicht sagen, also ich würde nicht sagen, dass die Marktwirtschaft nicht erfolgreich wäre. Und auch in Bezug auf die Frage Armut muss man ja sagen, das, was wir berechtigterweise hier in Deutschland und in anderen entwickelten, industrialisierten Ländern als Armut bezeichnen, berechtigterweise macht auch mir Sorge, ist im Verhältnis zu vielen anderen Ländern, ich drücke es mal so auf, da ist noch ein Riesenunterschied zwischen der Armut in vielen Ländern in Afrika und an anderen Orten. Also man kann auch in Bezug auf die Armut nicht unbedingt sagen, dass die Marktwirtschaft nicht erfolgreich war. Deswegen würde auch ich eher sagen, das Problem, was wir haben, ist, dass sie so erfolgreich war. Gerade wenn wir auf die sozialen und ökologischen Probleme schauen. Denn was hat sich radikal verändert gegenüber den Anfängen der Marktwirtschaft? Das ist es, dass wir es heute mit völlig anderen Knappheitsfaktoren zu tun haben als vor 100, 200 Jahren. Vor 100, 200 Jahren war die Empfindung richtig, würde ich sagen, dass die Natur eigentlich im Überfluss vorhanden ist. Die war einfach da. Insofern kannte auch Adam Smith nur die Grundrente. Also das Problem, dass Umwelt irgendetwas kosten sollte, also die Nutzung von Grundstücken, ja. Aber mehr nicht. Das war klar, dass man Grundstück für Landwirtschaft und für Bodenschätze und so weiter braucht. Also das war bekannt, aber alles andere war überhaupt gar kein Thema. Umwelt war einfach schlichtweg vorhanden, im Überfluss. Das hat sich radikal geändert. Die Umwelt ist der knappste Produktionsfaktor, den wir heute noch kennen. Nehmen wir mal die drei Produktionsfaktoren Arbeit, Natur und Kapital. Das ist der knappste Faktor, den wir haben. Und in unserem System sind wir bisher nur sehr partiell in der Lage, das auch abzubilden. In der Regel ist es noch so, die Nutzung der Umwelt oder die Verschmutzung der Umwelt, muss man ja dazu sagen, ist noch weitgehend kostenfrei oder einfach zu niedrig bepreist. Und wenn Sie auf die Arbeit schauen, ergibt sich gerade das Umgekehrte. Es war klar, dass für die Industrialisierung und für die Modernisierung und für die technische Entwicklung und so weiter sehr, sehr viel Arbeit notwendig war und das geschafft worden ist durch Rationalisierung, durch die Technisierung. Aber wir sind heute auf einem Stand der technischen Entwicklung angekommen, die, wie ich meine, nicht zu Ende ist, dass das Problem nicht mehr die Arbeit ist. Also wir haben nicht mehr. Der Faktor Arbeit ist nicht mehr der knappste Faktor, den wir haben. Er wird möglicherweise völlig falsch gesteuert, nicht möglicherweise, er wird völlig falsch gesteuert. Und ich sage damit auch nicht, dass sozusagen einfache Arbeit billiger werden muss, ganz im Gegenteil. Aber dass wir die gesamte Verteilungsfrage nur an die abhängige Erwerbsarbeit koppeln, das ist ein totaler Anachronismus. Da glaube ich, brauche ich hier nicht viel zu sagen. Götz Werner war ja auch schon öfters an der Uni und das hat er mit Sicherheit im Zuge der Erläuterung zum Grundeinkommen auch schon erläutert. Aber das ist eben eine andere Lösung für diese Verteilungsfrage, die wir heute haben, die offensichtlich eben nicht mehr leistungsfähig ist, wenn man das nur an die abhängige Erwerbsarbeit knüpft.